Haha. Gut, ich habe gerade die Meldung bekommen, es geht wieder und damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Trainsmaler 2016 mit einem unplanmäßigen Zwischenhalt kurz vor Flughafen Berlin. Schönefeld. BBI. Oder wie auch immer. Gut, bei der Rückfahrt dran denken. Alles ausmachen. Ich hoffe mal, ich denke dran. So. Vollgas. Ja, wir können bloß jetzt echt fahren. Schneller dürfen wir gar nicht. So, jetzt zweigen wir jetzt ab. Oh, ganz nach rechts. So, was blinkst du? Was willst du mir sagen? Ach. Da brauchen wir gar nicht erst über die 80 zu beschleunigen. Können immerhin auf die 8 beschleunigen. Ein IC. Und auf Session nochmal. Wir fahren oben drüber. Das ist hier ein bisschen ein Gleis überwacht. Ich kann eigentlich bloß diese Strecke hier nach unten direkt. So fahren wir ein bisschen anders. Geht nicht. Achso, da kann man daneben runter. Ja, geht auch. So ein bisschen sinnfrei, aber. So, dann geht's jetzt schön in Richtung Hintergrund. Wir können 120 fahren. War da gerade eine P-Tafel? Ich habe einfach mal gepfiffen. Flugzeug. Wir dürfen beschleunigen. So, 36 sollte man eigentlich da sein, bis 39. Da wir ja 3 Minuten Aufenthalt haben, ist das nicht so schlimm, wenn wir 2 Minuten zu spät jetzt kommen. Wir müssen uns halt bloß beeilen. Schnell. Guten Start zu erkennen, wie schnell wir sind. Komm, wir werden eben schnell. Was haben wir denn hier halt erwarten? Na, vorm Bahnhof oder wie? Nee, das ist grün.
Das ist Queen. Jo. Steht da eine 6? Scheiße, hier steht eine 6 dran. Schaff mal. Was reini peini. Ah, mal wechseln hier schon. Ah, mit knapp 2 Minuten Verspätung kommen wir dann auch an. Boah, wir wechseln nach ganz drüben. Durch die Enge. Boah, ich dachte, wir fahren jetzt auf die S-Bahn drauf. Gar nicht so weit zu fahren. Turn off. So, bis 39. Licht umschalten. Wir können noch mal jetzt die Rollos runterziehen. Und setzen uns hier rein. So oder so. Hinten ist noch der falsche Pando gehoben. Achso, da müssen wir nochmal hin. Oder? Jetzt. Ach nee, ich wollte Führerstand wieder wechseln. So, so, so. Gut, sind Abfahrt bereit. Ja, Licht hinten ist auch auf Rot. Passt. Gut. Gut. PZB muss man hier noch anmachen. So, jetzt haben wir auch, nehmen wir die Fahrmotorlüfter, weil unsere Lok ist ja hinten. Erkennst du nix. Wir können mal nach oben fliegen. Was ist denn hier vom Flughafen so da? Hier hinten ein bisschen was. Aber das war's auch schon. Wie immer gescheit halt, ne? Ist nicht viel zu sagen, nicht viel zu machen. Nach Mischendorf geht's. Das wird dann schon bei Sedin, also hier auf der Strecke nach Sedin liegen. Oder täusche ich mich da jetzt? Was ist mit der Sifa? Sifa an, jetzt. Aha. Hä? Hat Stil. Ich weiß nicht, drück einfach mal. Hier jucken, was passiert. Muss ich gar nichts bestätigen bei dem Signal. Obwohl es auf gelb war. Ich habe keine Kabinenbeleuchtung. Ich habe sie schon, aber ich erkenne sie halt jetzt nicht. Sanden. Oh. Licht, ne, das ist vorne das Licht halt. Ja, wenn wir aus dem Tunnel raus sind, brauchen wir das Licht eh nicht mehr. Ja, auch schön. Da bin ich gerade mal auf dem Desktop geswitcht. Aber sollte wieder laufen.
an Tageslicht. So, damit haben wir jetzt den Tunnel mal belüftet. Und dann ist doch alles wieder gut. Audio gerade ein bisschen lauter gedreht, damit wir überhaupt Fahrsound hören. So, und hier dieses, das hier dann, das wird jetzt sein, wo man Hauptschalter ausmachen müssen. Mal gucken, ob uns wieder das gleiche verfahrt, ob uns das gleiche passiert wie gerade eben. So, wo kommt's denn? Kommt es überhaupt auf unserer Seite? Oder war das bloß auf der anderen Seite? Ich warte gespannt. Vorne käme es jetzt. Ich sehe zumindest hier die Signale. Ich sehe sie auch auf der anderen Seite. Hauptschalter aus. Machen wir das auch mal einfach. Mal gucken. Jetzt rollen wir. So. Ist zumindest nichts passiert, sagen wir es mal so. Also war es anscheinend gut. Noch ein bisschen beschleunigen. Wie viel Offenhalt haben wir dann in Sedin? Mal so eine blöde Frage. Oh, da. 5 Minuten haben wir Offenhalt. Gut. Das ist schön. Dann muss ich dann mal Aufnahme Stopp machen. Weil ich brauche da mal was zu essen. Aber bis Sedin wollte ich dann noch durchhalten. Da wannst, wird das noch schaffen. Jetzt ist es erreicht. Vorstufe 10 passt eigentlich gut für 106. Wir müssen allerdings jetzt gleich runter. Die 120. Wissen, steht die jetzt hier schon an dem Signal dran? Nope. Siefa. Hier vorne kommt jetzt aber so ein schnell. Schildlein. Hier.
Das ist jetzt die Ankündigung für die 120. Müssen wir noch ein bisschen Gas geben, es geht bergab, bergauf. Und es blinkt oder was? Riecht ein, auf Junge. Was wollen wir denn jetzt? Futsch! Oh, futsch, Nonna! Tiefer. So, 40. Mal ein bisschen entspannter fahren. Ah, hier zweigen wir jetzt nach drüben. Weil hier bloß an den Seiten die Bahnsteige sind. Und man in der Mitte quasi durchfahren kann, ohne an dem Bahnsteig zu sein. So, und jetzt kommen wir eigentlich dann in den Bereich, der jetzt wirklich top gestaltet ist, eben in die, zu dem Bahnknoten Sedin, kommen wir jetzt, wo dann ohne Spitzenoberleitung und alles losgeht. Wir haben ja vorher quasi auf den alten Teil bloß unterwegs waren, Berlin-Württemberg. Was ist das jetzt? Interessant. 50. Gut. Wir sind angekommen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Oh, Graffiti. Lustig. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und würde daher sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.